Schönen guten Tag, ich bin Christian Solmecke, Rechtsanwalt in der Kölner Medienrechtskanzlei Wildebeuger und Solmecke. Und in der heutigen Ausgabe des Videoblogs geht es um einen Hinweis- und Auflagenbeschluss des Oberlandesgerichts Köln, den wir erwirkt haben. Worum ging es? In der Sache ist hier ein Filesharer abgemahnt worden und verklagt worden, der soll Schadenersatz zahlen und die Musikindustrie fordert so 150 bis 300 Euro Schadenersatz pro Lied in der Regel. Und wir haben gesagt, nee, das ist viel zu viel. So viel Schaden ist hier gar nicht angerichtet worden. Bislang haben die Gerichte immer gesagt, das ist egal, wir dürfen hier über den Daumen schätzen. Diesmal ist uns aber das Oberlandesgericht Köln gefolgt und hat gesagt, naja, diese Schätzungen müssen schon auf einer gewissen Grundlage basieren. Und da können wir einen gewissen Streaming-Dienst Tarif nehmen, den auch die GEMA immer anwendet, also zum Beispiel bei YouTube anwendet, wenn dort Musikvideos gestreamt werden. Der liegt etwa bei 12 Cent pro Stream und jetzt hat das Gericht gesagt, ja, lasst uns mal diesen Tarif anwenden und darüber hinaus sollte die Musikindustrie nachweisen, wie oft denn dieser einzelne Song, um den es hier geht, oder es waren mehrere Songs, wie oft die angeboten worden sind. Da sind wir mal gespannt, welche Beweise hier die Musikindustrie nun nachschieben wird. Und sie muss also nachweisen, dass unser Mandant den sozusagen nur mehr als einmal angeboten hat. Einmal wird sie nachweisen können, denn genauso oft hat sie zu Beweiszwecken den Song heruntergeladen. Ob es noch mehrere Uploads gibt, die hier bewiesen werden können, da sind wir sehr gespannt. Wir werden an dieser Stelle berichten, wie dieses spannende File-Sharing-Verfahren weitergeht. Sollten auch Sie Betroffener sein und abgemahnt worden sein, rufen Sie uns an. Unsere Hotline-Nummer ist auf dieser Seite eingeblendet. Ansonsten können Sie auch gerne Fan bei Facebook werden. Da sieht die Seite so aus, facebook.com/kanzlei-wbs. Oder Sie können uns hier auf YouTube als Freund hinzufügen und dann unsere zukünftigen Videos auch abonnieren. Vielen Dank fürs Zuschauen und gerne bis zum nächsten Mal.